Hallöchen, schön, dass du wieder dabei bist hier zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Der Tag nach der Nacht. So, ich würde sagen, nee, ich würde noch nicht sagen, ich würde jetzt erstmal sagen, wir schmeißen alles rein, was wir nicht unbedingt brauchen jetzt erstmal. Und wenn wir das getan haben, dann machen wir uns ganz, ganz schnell, ganz, ganz fix auf den Weg in die Stadt. Ich schmeiß jetzt mal die Knochenklinge weg. Ich glaube, die brauchen wir gar nicht. Zumindest im Moment nicht. Und wenn, dann können wir uns die jederzeit wieder craften. Wir haben ja Knochen da. So. Entschuldigt, ich bin heute ein bisschen verschleimt. Das liegt natürlich ganz alleine an den tollen YouTube-Kommentaren, die ich so den ganzen Tag bekomme. So, ich lage jetzt erstmal alles hier ein, was wir nicht unbedingt benötigen. Das Jagdgewehr möchte ich verkaufen. Sag mal, Stimme, du kleiner Schlingel, du. Was glaubst du eigentlich, wer du bist, Stimme? So, erstmal was futtern. Yucca, 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 Yucca. Wir mögen alle Yucca, Yucca, Yucca. So. Das kommt weg, das kommt weg. Das Eisen irgendwie random einfach jetzt mal reinrotzen. Was wir jetzt nicht unbedingt gebrauchen können. Weil, wenn wir in die Stadt gehen, dann ist jedes Fitzelchen Platz wichtig. So. Den brauchen wir nicht, den brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Und den Rest nehmen wir mit. Auf große Reise. So, machst du noch irgendwas? Nee, du machst gar nichts. Dann mach mal dich aus. Los geht's. Wir haben zwei Wasser dabei, das reicht uns. Vor allem, weil wir... So, jetzt aber. Jetzt ist Schluss mit dir, du. Schweinepriester von... Schleim. Nee, ich glaube, Wasser brauchen wir nicht, vor allem, weil wir eh wahrscheinlich was finden werden. Irgendwo mal. Wahrscheinlich kommt es da wieder komplett anders, ist doch immer so. Oh, der war schön. Was ein Volltreffer. So, weiter geht's. Oh, wir haben die falsche Munition mitgenommen. Naja, macht nichts. Macht nichts. Ich hätte mir gedacht, dass das mit der 9mm-Ding funktioniert, aber ja. Waffenkunde war noch nie so meins. Ich glaube, ich ziehe mir aber trotzdem mal ganz kurz hier so ein bisschen... Ah, besser. Oh. Ah, besser. Also wir verlassen uns jetzt einfach mal drauf, dass wir irgendwo was zu trinken finden. Es gibt ja eh in gefühlt jedem Gebäude mittlerweile einen Getränkeautomaten. Das heißt, wir werden schon nicht verdursten. Gut. Kurzer Zwischenstopp auch beim Händler. Auch geplant. Der ist ja um die Ecke quasi. Oh, warte. Die sind immer ganz cool, weil die können diesen Minenarbeiterhelm droppen. Ne, kannst du droppen. Hat der jetzt mal nicht gedroppt, aber... Er könnte. Er könnte droppen. Und wenn er ihn gedroppt hätte, wäre das ziemlich nice gewesen. Oh, hi. Flop. 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 Mal gucken, wie es heute so in der Stadt aussieht. Ich habe ja auch schon mal überlegt, ob wir nicht vielleicht mal also die Überlegung wäre auch, ob wir uns nicht vielleicht demnächst irgendwann mal etwas näher hier ansiedeln. Mal kurz. Ne, nur Maiskolben. Problem an der Sache ist, wir müssten dann eine neue Basis bauen und das würde wieder ewig dauern. Also ich muss sagen, ich bevorzuge aktuell die Idee, eine Brücke
rüber zu bauen. Dauert natürlich ewig. Andererseits muss man jetzt aber auch dazu sagen, es ist jetzt nicht so mega weit, ne, zur Stadt. Also, es ist halt ein bisschen Laufarbeit. Und irgendwann haben wir ein Minibike und dann sind wir da innerhalb einer Minute wahrscheinlich in der Stadt. Das heißt, so ein Umzug macht vielleicht gar nicht so viel Sinn. Nehmen wir mal mit. Ich weiß es nicht. So. Und ich meine, der macht ja vor 8 eh nicht auf, der Händler. Der faule Sack. Der schläft ja gerne aus. Ah, heute kommen die Hits gut. Heute hat Klein Bombi Aim, Freunde. Was natürlich jetzt mega wäre, wenn der Händler Hopfen da hätte. Dann würde ich diesen guten Mann umarmen. Und ihm vielleicht ein Küsschen geben. Aber nur vielleicht. Aber wahrscheinlich hat er eh wieder nichts da. Ich weiß ja, wie es ist. So. Gib mir gute Sachen. Time is money. And I wager you don't have any. Besten Dank. Magst du die auch? Ja, komm, nimm. Gönn dir. Okay, was hast du denn schöne da, mein guter Herr? Aha. Oho. Ja, ist jetzt irgendwie alles nicht so der Burner wieder, ne? Ach, Händlermann, ich hasse dich. Händlermann, ich hasse dich. Hopfen wäre geil gewesen, wie gesagt, aber... Man kann nicht alles haben. Trotzdem würde ich jetzt doch irgendwie gerne was einkaufen. Was hat er denn im Secret Stash? Armbrustbauplan. Den nehme ich mal mit. Der ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Nachtsichtbrille, alter Schwede. Aber der ist tatsächlich gar nicht so ohne. Ansonsten... Ist das aber alles ziemlich mäßig, ne? Also alles Sachen, die uns jetzt nicht wirklich was bringen. Könnt uns natürlich hier so einen coolen Panzer kaufen oder so, aber... Ne. Alright, now that we're done doing business, get out of my store. Ja, ich komme vielleicht später nochmal, guter Mann. Aber jetzt wird erstmal gelootet. Hi! Du fällst so schön um wie Schauspieler in Bollywood-Filmen. Ja. Man konnte durch ihre Bluse sehen. Verhülle dich, Dame! So geht das ja mal nicht. Ich bin nicht nur Zombiejäger, sondern auch Sittenwächter. Ja, ich bin gespannt, wie es demnächst wird in 7 Days to Die. Es soll ja... Juli, August, also demnächst irgendwann mal, soll ein neues Update kommen. Ich werde natürlich schauen, dass wir hier eventuell weiterspielen können, aber ich kann natürlich nicht versprechen, dass das auch möglich sein wird. Das heißt, da müssen wir dann gucken, ob das geht. Sonst müssen wir tatsächlich... Oh Gott. Sonst müssen wir tatsächlich eventuell neu anfangen. Was ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht hoffe. Weil ich finde es hier auf dieser Map jetzt gerade ganz, ganz schnuckelig eigentlich. Mir gefällt es hier ganz gut, wir haben ein cooles Haus. Aber wenn wir neu starten müssen, dann müssen wir halt neu starten. Ich bin allgemein gespannt, im neuen Update soll es ja dann Dungeons geben und so Geschichten. Finde ich mega geil. Finde ich total interessant, die Idee, Dungeons zu haben, beziehungsweise sie heißen nicht Dungeons, sie heißen irgendwie Points of Interest oder so. Ich habe mir da jetzt mal vor kurzem ein Video dazu angeschaut, aber das brauchen wir eigentlich nicht.
Golden Rod Seed müssen wir jetzt echt nicht unbedingt haben. Ha, daneben. Oh. Ha, daneben. Okay. Eine wilde Sau. Auch da. Also ich bin auf dieses neue Update echt gespannt. Ich lasse mich da gerne überraschen. So, jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir so looten können heute. Hier, glaube ich, haben wir schon alles so ziemlich durch, oder? Ah, hier ist noch was. Ach, das Klo. Ja, warum eigentlich nicht? So ein Messbecher wäre auch ganz cool. Den würde ich auch gerne mitnehmen. Ah, ein bisschen Scheiße geht auch. Nehme ich mal mit. Ich nehme die guten alten Kackhaufen mal mit. Es tut uns nicht weh, wenn wir das mitnehmen. Zumindest jetzt noch nicht. Und wenn wir irgendwann mal tatsächlich voll sein sollten, dann... ist da noch was dahinter? Nee, da geht's einfach nur nach draußen. Okay. Weiter. Also ich gehe jetzt hier mal nicht rein. Wir gehen jetzt einmal weiter. Vitamine. Hier waren wir schon überall drin. Ich glaube, hier haben wir zwar noch lange nicht alles gelootet gehabt, aber ich will mich jetzt eher mal komplett hier umschauen. Da waren wir auch schon drin. Da ist noch ein Benzinfässchen. Nehmen wir mal mit. Das schadet nie. Und ein Schlückchen trinken. Aber da drüben ist ja eh so ein Automat, da können wir uns dann zur Not auch mal was kaufen. Das ist jetzt auch nicht so wild. So, was bist jetzt du für einer? Ach, ein Farmer. Das Aim ist weg. Flop. Heidelbeeren, nice. Immer gern gesehen. Okay, ganz ruhig. Bücherregal. Aha. Sieht aus wie ein Friseursalon. Irgendwie. Da liegt der dicke Friseur. Nenn ihn Giovanni. Giovanni ist wütend. Weil ihn niemand mag. Oh, Wasser. Cool. Also ich bin gespannt, wenn wir rausgehen. Schauen wir nochmal, was das ist. Giovannis Bruder, Luigi. Oh. Na, was? Manchmal sind die Geräusche, die unser alter Ego von sich gibt, gruseliger als die Zombies. Was ist das denn für ein Laden hier? Was bist du? Ha! Ein Friseursalon, wusste ich doch. Wieso sind in euren Mülleimern Eisenstangen drin, wenn ich mal so fragen darf? Ich weiß, das ist eine völlig abwegige Frage, aber... Wieso habt ihr Bücherregale auf eurem Klos? Und warum ist da nichts drin? Oh.
Shit! Warum läuft er? Warum kann er laufen? Heilige Maria, Mutter Gottes! Heilige! Vielleicht war das Giovanni. Und er war sauer, weil ich ihn verwechselt hatte. Hallo? Guck mal, der läuft. Warum kann der Sack laufen? Warum macht er so viel Schaden? Warum habe ich ihn nicht getroffen? Den Captain Hinkebeil! Ach, das war ein Feral. Schön. Gut zu wissen. Ich wollte mir doch nur die Haare schneiden lassen. Aber ich möchte trotzdem nochmal irgendwie rein. Da ist der arme Kerl. Treffe ich den nicht? Bollywood-filmmäßig gefallen. Sag mal, könntest du jetzt bitte mal das verdammte Zeitliche segnen? Dann droppt er nicht mal was. Der geizige Drecksack. Was ein Arsch. Warum friere ich schon wieder? Ein Waschbecken. Warum ist in einem frisch verpackten Waschbecken, ich glaube das weiße ist Koks, aber ich bin mir nicht sicher. Es sieht aus wie Koks. Das wollte ich auch schon länger mal machen. Das war sehr, sehr spannend im Friseursalon. Fast schon ein bisschen tödlich. Was war das? Frage für einen Freund, was war das? Was war das? Hat sich angehört, als wäre irgendwas zusammengekracht hier draußen. Volltreffer.
und versenkt. Yo, in der nächsten Folge geht's an dieser Stelle hier weiter. Wir werden die Stadt noch ein bisschen weiter unsicher machen. Und mal gucken, was wir hier noch so finden. Vor allem, welche Gefahren hier noch auf uns lauern. Alter Schwede. Das in diesem Friseursalon, das war schon kritisch. Aber auch schön. Es war wunderschön. Es hatte eine gewisse Ästhetik. Aber hier gibt's noch sehr, sehr viel zu entdecken. Also hier gibt's noch enorm viel zu entdecken. Und ich bin gespannt, was noch so auf uns warten wird hier. Ja, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass du dabei warst. Dankeschön für deine Unterstützung. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.